Mahlzeit, die Schlawiner Knorr-Brigade wieder am Start. Heute fahre ich den Huni, mittelschweren Panzer, Battle Rating 2 bei den Japanern. 7,5 cm, Typ 99 Geschütz und das obligatorische Maschinengewehr. Wir gehen rein hier, wir sind im Dschungel. Meine Stimme ist belegt wie Hölle. So, mittelschwerer Panzer heißt, ich habe Artillerie irgendwann zur Verfügung. Weiß gar nicht, ob ich hier vorstabe. Ja, so peinlich. Aber mir ist ja nichts mehr peinlich. So, dass man. Ja. Im Hintergrund kann man sehen, da war kurz mein Penis zu sehen. Irgendwo im Baum mit eingearbeitet. Ja, musst du ganz genau gucken. Dann. Ich fahre jetzt zu C. Der Panzer ist relativ schnell hier. Also man kann gut abgehen mit dem, wenn man nochmal schnell weg muss oder schnell irgendwo hin muss. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist hier die grüne Bemalung. Ich weiß nicht. Die Russen haben auch eine grüne Bemalung, aber hier kommt die irgendwie cooler rüber. Bei den klobigen Panzern. Die sind so schön klobig wie die russischen Panzer. Während die Amis und die Deutschen, finde ich, ziemlich, naja, doch recht modern aussehen. So, ich bin jetzt am Cappen hier. Keine Ahnung, ob noch einer mitkommt. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir machen schon mal die erste Bewegung hier. Und das heißt natürlich erstmal ein Gebiet einnehmen. Checkpoint Charlie sozusagen. Heute wieder mit Witzen aus der Krabbelkiste. So, ich habe ihn nicht ganz alleine eingenommen. Der muss ein Flakfahrzeug sein. Flakfahrzeug ist, oh, da ist schon der erste. Ja, ich stehe natürlich echt ungünstig hier. Ich müsste vorfahren, aber dann knallen sie mir wahrscheinlich voll in die Wanne rein. Und dann hat sich die ganze Geschichte hier schon erledigt. Sind aber verdammt viele, das halte ich, also ich sag mal, ich mache noch eine Runde, denn ich glaube, ich bin ja gleich weg, denn so viele wie jetzt hierher kommen, das hält doch keiner aus. Wenn sie clever wären, würden sie von allen Seiten kommen, dann könnte ich mich überhaupt nicht verteidigen. Das sind so paranoide Momente hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hasse das. Arti ist frei, aber die trifft mittlerweile auch nichts mehr richtig. Also früher hat die auch mehr reingezwiebelt. Und früher ist noch gar nicht so lange her, dass der eine... Hallo, du Arschloch. Wie steht der denn? Also entweder weiß er ganz genau, wie er stehen muss, oder ich habe einfach echt nur Pech hier. Fuck. Oh, die kommen hoch. Die kommen schon hoch hier. Ich sollte vielleicht mal in die andere Richtung gucken. In dem werde ich ja auch nicht mehr... Jetzt da raus. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch hin kann. Scheiße, das habe ich verpasst. Fuck! Und ich dachte mir... Genau das dachte ich mir. Ich verfolge die ganze Zeit irgendeinen anderen Penner. Jetzt kommt das ganze Gesocks hoch hier. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da kann man schon mal gucken, was hält so ein Panzer alles aus hier. Okay, der M3 ist eh ein leichter Panzer, aber trotzdem... Oh Gott, wie man es auf den Sack geht. Wenn ich ihn so sehe, wie er vorher zurückfährt, das macht mich so schwer aggressiv gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt könnte ich irgendwie schießen, aber... Guck mal, wie er mich ignoriert, so ungefähr wie der Typ ist sowieso, so halb im Arsch. Ich schieße erstmal auf den anderen hier. Ja. Ja, das war's dann wohl. Ich hoffe, das gibt Punkte. Was ich hier aushalten muss, ist ja Wahnsinn. So, jetzt schnell drehen und ich krieg eine in die Fresse. Ja, dann mache ich mal einfach noch eine Runde, ne? Ach ja. Jetzt sind wir im Hafen von, weiß ich nicht, kann ich aussprechen, Brzeznosibirsk. Also jedenfalls Hafen, relativ neu gerade, da kam, glaube ich, mit dem letzten Patch dazu. Ja. Gucken wir mal, wie es läuft, wa? Also eben gerade lief es ja nicht so prickelnd im Dschungel. Keine 5 Minuten durchgehalten, ey, das kotzt mich so an. Aber was willst du machen, wenn du als einziger auf diesem verkackten Hügel stehst, wo der Bunker ist und dann links und rechts da welche vorbeikommen und die einfach wirklich die Eier absägen? Also die Hoden malträtieren, so können wir es natürlich auch sagen. Ich muss natürlich schauen, dass ich hier jetzt am Leben bleibe. Das Blöde ist natürlich... hier gibt es einen Punkt, hier ist irgendwo so ein es ist nicht Bunker, das ist so eine Vertiefung, obwohl ich glaube, da steht ein Bunker.
Aber sicher bin ich mir nicht. Das hat so eine so ein Kreis ummauert. Und ist auch scheißegal. Soll ich irgendwann nochmal. Wahrscheinlich war ich schon da und habe das irgendwie mit einem anderen Fahrzeug jetzt schon mal aufgenommen gehabt. Komme ich jetzt aber nicht drauf. Wichtig ist jetzt natürlich am Leben zu bleiben. Ich bin hier wieder mit meinem Frosch. O1. Ich will jetzt gerade. Ich glaube, wenn man über 20 ist, dann wird man schwer vergesslich. Oder so. Fuck! Stirb! So, Touchrack sehe ich da gerade. Was gerade mal ein abbekommen hier und schon ist Feierabend oder was? Oh Gott, ich brenne. Erzähl mir nicht, dass das wieder so schnell vorbeigeht. Dieses verkackte Landschiff da. Ich sehe es. Oh Gott. Hier ist alles im Anus. Das hält doch keiner aus. Wieso bin ich schon wieder in so eine Situation gekommen, frage ich mich gerade. Wieso? Und manchmal hat man das Gefühl, wollte ich nochmal darauf hinweisen. Irgendwie so, wenn man sich bei anderen anguckt, ey, das ist doch nicht normal, die sind immer so gut und wenn man selber spielt, dann kann doch nicht sein, mir müsste das auch möglich sein, ich spiele ja auch nicht wirklich anders, aber jemand hat mir gesagt, ich nenne seinen Namen nicht, ja, vielleicht doch irgendwann, aber er ist ein amerikanischer YouTuber, so knapp 500.000 Abonnenten jetzt und der hat gesagt, er nimmt öfter mehrere auf und natürlich das, was am besten läuft, das veröffentlicht er dann. Und ja. Bei mir ist das halt nicht so der Fall. Mir ist das einfach zu umständlich. Weil ich kann auch gar nicht irgendwie 5 Stunden am Tag spielen, weil ich ja noch arbeiten gehe. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie, ne, alle anderen nicht arbeiten gehen. Aber derjenige, der Kollege lebt ja davon. Und ich eben nicht. Also nehme ich halt auf, was ich jetzt gerade so hier immer spiele, ne? Und habe nicht die Möglichkeit oder die Zeit, jetzt irgendwie 5-6 Videos aufzunehmen und mir das Beste daraus zu picken. Ich muss dazu sehen, dass ich irgendwie sowas gerissen kriege, ja, oder auch eben nicht. Das ist halt Real Gaming. Ja. Mann, Alter, beweg dich doch hier. Jetzt ist der auch noch in der Luft. Da habe ich gerade irgendwas hat sich da gerade bewegt. Mir wurde zwar kein Name angezeigt, aber da hat sich was bewegt. Oder war das eine optische Täuschung? Ich meine, wie gesagt, man wird hier paranoid manchmal. So, der fährt jetzt einfach mal vor. Artillerie. Zack, und raus damit. Ich könnte mir ein Schlachtflugzeug rein, mache ich jetzt auch. Ist ja sowieso schon, ist ja kaum noch Panzer fahren hier mittlerweile. Ist ja wie Luftschlachten mit gelegentlicher Panzerunterstützung. Irgendwie habe ich was getroffen. Oh nein, nicht mehr der Chaika hier. Scheiße. Ich weiß nicht wieso. Da muss ich auch ziemlich üben. Ich kratze immer ab mit den Dingern. So wie die Raketen, ich krieg das Flugzeug nicht mehr hoch. Ich weiß nicht wieso. Das ist, glaube ich, aber so eine mentale Blockade irgendwie. Weil ich irgendwie anders gebunden bin. Oder ich kann es nicht genau erklären. Obwohl, manchmal schaffe ich es noch. Aber ich glaube, bei mir liegt es einfach da, ich fliege zu nah ran und kriege dann das scheiß Ding nicht mehr hoch, so wie jetzt. Obwohl ich natürlich auch also auf 600 Meter Entfernung oder 700 könnte ich sie genauso abschmeißen. Und da brennt Panzer und ich weiß natürlich nicht, was da für Panzer brennt. Da, hier. Ui. Leck mir die Füße, ey. Was mache ich jetzt? Keine Zeit, was? Aha. Ja, jetzt hört scheiß drauf. Manchmal lenkt mich das auch ab. Ich lese dann tatsächlich, was da steht, und in der Zeit, da stimmt das schon wieder 20 nach vorne. Und zielt auf mich, und ich kriege das gar nicht mit. Und in dem Moment, wo ich mitkriege, feuern sie alle los. Aber wahrscheinlich werden wir auch diese Runde verlieren. Die davor hatten wir komischerweise gewonnen, aber nicht mehr mit mir. Bab! So sieht's aus. Also mittlerweile hat sich das fast schon gelohnt. Und das ist der nächste. Oh, oh, oh. Der hat der gute war! Kritischer Treffer immerhin. Aber er ist nicht fahruntüchtig. Das finde ich blöd. Ich
auf einen blöden Winkel hier. Eigentlich müsste ich. Okay, Abschluss. Ich wollte gerade sagen, ich müsste vielleicht so einen halben Meter zurückfahren. Ganz einfach hier. Obwohl, ich meine, sowas ist auch mal unterhaltsam. Wenn man sich nicht zu schnell frustrieren lässt, ist mir ja früher auch passiert. Und ja, deswegen bin ich auch für immer für den Chat gesperrt. Ja, müsst ihr aufpassen, was er macht. Ich habe mir einfach zu viel aufgeregt und dementsprechend auch Sätze rausgeknallt, die ich hätte lassen sollen. Und aber der Chat war mir eh nicht so wichtig, von daher alles okay. Ist der da? Ja, ja, jetzt sehe ich ihn, Panzerjäger. Aber so wie der steht, würde das gar nichts für mich. Und aufpassen, dass die welche nicht um das Haus herumkommen. Den Bomber müsste ich eigentlich abfangen, aber ich habe gerade. Der ist, glaube ich, weg, der Panzerjäger. Jo. Na, ja, dann kann ich ja doch noch abfangen. Fick dich, du Haus! Ah, das ist auch noch so ein scheiß leichter Bomber. Da muss man erstmal zusehen. Und den irgendwie trifft. Nicht die ganze Zeit drauf halten. Aber das Problem ist, der kann natürlich. Der ist so wendig, der Motherfucker. Eigentlich hätte ich ihn treffen müssen. Naja. Aber eigentlich ist halt nicht so, wie es wirklich war. Da kommt der nächste. Scheiß Jagd, die kommt verrecke. Will man natürlich überhaupt irgendwas umnieten. Ich habe auch nicht darauf geachtet, wo seine Bombe detoniert ist und ob ich da drunter war. Na, geht doch. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen befriedigt irgendwie. Ich bin tot. Mein Panzer ist weg. Scheiße. Okay, Chihakai. Da muss ich halt mit den Chihakai rein. Naja, mein Gott. Habe ich auch erst vor kurzem ein Video veröffentlicht. Könnt ihr euch auch mal reinziehen, die Scheiße. Ja, mein Gott. Wo ist das halt denn? Also, ist nicht edukativ hier, ne? Ich spiele hier einfach nur vor mich hin und stelle mal Fahrzeuge vor. Nicht, dass ihr mich wundert, dass ich irgendwie denke, ja, mein Gott, der hätte mal hier auf die, Übersetzung auf Motorleistung und so hätte er auch mal eingehen können. So, nee, mache ich nicht. Mach nur alle lauter andere. Muss ich doch nicht machen. Könnt ihr selber nachkicken. Ich meine, ich mache schon mal, aber manchmal spontan denken wir, okay, ey, hier habe ich noch kein Video gemacht. Ich will das Ding mal fahren. Oder ich will mal zeigen, wie man es fahren könnte, wenn man nicht so ist wie ich. Ein bisschen Skill hat. Ah, komm. Naja, mein Gott, jetzt muss ich mir auch nicht so schlecht machen. So schlecht bin ich ja nicht. So, Vorsicht, hier ist irgendwo einer. Der Chihakai war auch ziemlich geil. Also ich finde die japanischen Panzer eigentlich noch gar nicht so schlecht. Ich finde die eigentlich besser als die britischen Panzer. Und besser als die Ami-Panzer. Bin natürlich mal gespannt, ob irgendwann spanische Panzer dazukommen. Aber jetzt haben sie ja erst die Flugzeuge dazugefügt. Also wird der Rest wohl noch ein Weilchen dauern. Da muss doch irgendwo einer da. Hier irgendwo muss er sein. Da, da, da. Scheiße. Wow. Come on! Ah, scheiß Bombe! Und das war eine große Bombe. Lad doch nach! So. Nicht vergessen, immer die Crew-Skill. Obwohl es schwierig ist, weil man hat manchmal das Gefühl, dass alles so viel wichtig ist, aber manche Sachen sind so wichtiger als andere. Also, oh shit. Ich sehe, dass einer. Ja, ja, ja. Ich sehe den Motherf. Oh Gott. Das war's. Ja. Ah, scheiße, die Wand da, ne. Das ist natürlich so, wenn wir so weit verstreut sind, dass wir einfach zu nichts mehr kommen. Dann ist auch kein Wunder, dass wenn die paar nachkommen, dass sie einfach zerlegt werden von 3, 4 anderen. Naja, was soll ich sagen? Skill ist nicht das allerschlechteste Ergebnis, aber ich meine, insgesamt habe ich 4 Kills bei 3 Verlusten. Gut, darum geht es jetzt nicht immer. Es kommt auch dran, wie hat man sich überhaupt im Allgemeinen geschlagen? 1-3. Guck mal, bisher mit seinen 1-3er war.
Obwohl, in dem Bereich sind die Ami-Panzer auch noch nicht so scheiße. Muss man mal auch ehrlich sagen. Der geht auch ganz cool aus hier. Ja, das war's natürlich jetzt. Schade. Was kann man rückblickend sagen? Also, der Ho 1 ist eigentlich ziemlich geil. Jo, danke fürs Zuschauen. Ne, ist schon wirklich ein gutes Fahrzeug und vor allen Dingen hält er viel aus und kann viel austeilen. Kommt natürlich immer darauf an, wie man natürlich Ziel trifft und so. Viele Variablen spielen da eine Rolle. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken. Bis demnächst. Ciao, ciao. Haut rein. Holla die Waldfee, ne? Bis dann.